Yo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ein bisschen broke heute, aber egal, es ist mitten in der Nacht. Wie soll ich dann aussehen, ne? Mitten in der Nacht. Und ihr fragt euch bestimmt, ich habe ja schon vier Spiele gemacht. Ihr fragt euch bestimmt, was für ein Team habe ich und wie habe ich bis jetzt gespielt. Ich habe jetzt vier Spiele schon mal gemacht, Freunde. Und ihr seht, vier Spiele, vier Siege. Ohne Witz, das könnte das Team sein, das mich zur Elite bringt. Das könnte ein Elite-Team sein. Und das ist mein neues Team, Freunde. Guckt euch das an. Ja, es haben ein paar von euch das auch kommentiert. Genau die zwei Spieler, Brozovic und Parolo. Nämlich beide haben anscheinend 90 plus Longshots. Ich glaube 92 und 96. Auf jeden Fall richtig brutal. Habe ich noch nicht so richtig ausprobiert. Bis jetzt waren es eher so kurze Schüsse aufs Tor. Ein paar Mal von Longshot, ein Longshot abgegeben, kam nicht gut von den beiden, aber es kann auch ein bisschen an Gameplay liegen. Es ist gerade Freitag und ihr wisst, Freitag ist immer ein komischer Gameplay. Ansonsten bin ich eigentlich mit denen vorne da, zufrieden. Wer gestern das Video nicht gesehen hat, checkt das auf jeden Fall mal ab. Das ist schon das letzte Video. Da habe ich nämlich fucking Lacazette Group Stage gezogen, der absolut brutal ist. Das Problem ist, ich habe schon einen Muriel, der mir auch absolut gut gefällt und auch gut spielt. Der hat bis jetzt in jedem Spiel ein oder zwei Tore gemacht und Torvorlage. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Grund, ihn auszuwechseln. Und deswegen kommt Lacazette meistens nur für, ja, die zweite, in der zweiten Halbzeit oder vielleicht, ja, in die letzten 30 Minuten. Hat noch nicht so viel Game Time, hat jetzt zwei Spiele gemacht, ein Torvorlage. Ansonsten bin ich absolut zufrieden mit diesem Team. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das gehen wird, dieses Team. Ob ich Serie A bleibe. Ich denke, ich werde es so machen. Ich gehe mal davon aus, dass ich monatliche Elite schaffe und dann schaue ich mal, wer in diesen 12 Packs drin ist. Und je nachdem, ja, was für Spieler drin ist, in die Richtung werde ich gehen. Auf jeden Fall gefällt mir Serie immer noch sehr gut, die Spieler, die ich hier drin habe. Absolut nice. Ich hätte gerne noch Info von Perisic, aber der kommt bestimmt auch bald fürs nächste Weekend liegen. Dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir ins erste Match. Genug gelabert. So, Freunde, da haben wir den ersten Gegner am Start. Am Stissel. Oh my fucking God. SPC Suarez, Impfung Quadrado, One to Watch Kante, One to Watch Pjanic. Oh mein Gott, die Ball habe ich noch gar nicht gesehen. Absolut brutales Team. Ich muss auch sagen, die ersten vier Gegner, da waren auf jeden Fall zwei richtig harte Brocken dabei. Ja, Freitag sind auf jeden Fall richtig starke Gegner am Start, muss man einfach sagen. Sonntag ist es ein bisschen einfacher. Aber gucken wir mal, was wir machen können. Let's go. Und Kantreva, geh ab. Kantreva. Schön. Wow, 1-0. Was los, Bro? Was los? Muriel steht. Deswegen, das ist ein Luxusproblem, das ich habe. Muriel ist einfach zu gut. Er macht die Tore. Es gibt keinen Grund, Lacazette zu bringen. Und ja, das ist ein absolutes Luxusproblem, was ich momentan habe. Ja. Billig. Schön, komm. Oh, was ein Ball. Perisic. Abseits! Oh mein Gott, das wäre so ein absolutes Traumtor gewesen! Oh, fuck! Nein, so ein billiges Tor! Fast! Ja, ich hätte noch einen annehmen sollen. Das direkt geschossen war schlecht. Alter, Perisic, guckt euch das an! Der ist so absolut brutal! Oh, mach ihn noch, Gundogan! Ich will auf jeden Fall dein Inform haben, ey. Peris ist so brutal, ey. Oh, geh doch rein. Brozovic. Da, wo ist dein 96 Longshot, ey? Ich hab schon nichts von gesehen. Dadurch. Komm, Muriel. Oh, den musst du machen. Oh, Perisic krönt seine Leistung mit dem Tor. Ich liebe diesen Jungen. Non-Rare 83er Perisic. Ist so brutal. Ich will nicht wissen, wie gut sein Inform ist. Bester Mann. 2-0, Junge. Fünftes Spiel, fünfter Sieg ist on the way. Freunde, weil der Gegner auf Pausieren gedrückt hat, bringen wir mal Lacazette. Wir wollen sehen, ob der was drauf hat. Let's go. Dadurch, jawohl. Lacazette. Oh mein Gott, guckt euch das an. Wie schnell der Typ ist. He don't give a fuck. Oh, beinahe macht er das direkt ein Tor nach seiner Einwechslung, Alter. Lacazette, Junge, ist da. Und jetzt kommt er aber durch. Komm, Kantreva. Oh! Oh!
Jetzt nochmal eine Chance für Candreva, um durchzuziehen. Komm. Schön auf Lacazette. Lacazette, Junge! Junge, dafür, das kann er bringen, das kann er machen, wenn er reinkommt. Wenn ich ihn brauche, Junge, dann kann er solche Dinger raushauen. Ich wusste einfach, weil er so einen guten Abschluss hat, kann auch mit dem Weakfoot, Forster, Weakfoot, linker Fuß einfach abziehen und er ist drin, Junge. Lacazette, Junge. Yes! Ja, Freunde, das Spiel ist damals auch schon so Ende. Fünfter Spiel, fünfter Sieg. Und ja, ich weiß nicht, ob die Leute immer noch sagen, oh, das ist vielleicht nur in deinem Kopf der Delay auf einem Account. Warum spiele ich an auf diesem Account komischerweise so gut? Natürlich kann es alles Kopfsache sein und dies, das, Ananas, aber ich sag's euch, es ist einfach so. Guckt doch mal, wie ich statistisch mäßig ihn dominiert habe. Ja, und ihr seht, wir sind jetzt Bronze 1, ja, nach 5 Spielen. Das ist schon mal ein lecker Schmecker. Guter Start, und dann würde ich sagen, geh mir ins zweite Spiel. So, Freunde, der zweite Gegner für diese Episode, für dieses Video, hat ein sehr, sehr interessantes Team mit Spanisch Liga und zwei Dortmunder drin. One to Watch Dembélé wollte er gleich unbedingt spielen lassen, deswegen hat er mit Piszczek verbunden. Sonst One to Watch Morata und einen silberblinken Verteidiger, den er vielleicht noch auswechseln will oder sonst nicht, sonst wird er nämlich von Candreva richtig überlaufen. Let's go, let's do this. Oh nein, warum ist da alles offen? Zu hart! Oh, oder Alexandro, Junge! Was für ein brutaler Innenverteidiger! Oder Außenverteidiger! Oh mein Gott, was mache ich da? Hör auf zu kommentieren! Oh, Zu hart, Junge! Junge, der hält immer noch so gut wie immer, ey! Komm, Muriel! Junge, Muriel! Junge, Muriel, Junge! Oh mein Gott, ich muss gleich meinen Zweiersturm machen mit Muriel und Lacazette. Habt ihr gesehen, wie stark der ist, wie schnell? Und dann legt er einfach quer für Nangolan. Wieder das 1-0. Wir führen. Let's go. Oh nein, wer ist das? Oh, Joe Hartmann, ich liebe diesen Typen. Ey, ich brauche kein Upgrade. Joe Hart bleibt für immer unser Serie A-Team, Alter. Oh, wer war das? Wer war das? Richtig cool und gelassen. Brozovic. Auch mal mit einem Tor hier im Video. Er sagt YouTube, hallo. I'm here, Junge. Richtig nice. Oh, Freunde, der Gegner ist weg. Das war ein kurzes Spiel, Freunde. Okay, ausnahmsweise mal mach ich das nicht. Aber mach mir noch ein drittes Match. Weil sechstes Spiel, sechster Sieg. Ich bin in guten Run. Ich hab Bock. Ich hab Lust heute. Ja. Gehen wir, ja, würde ich sagen, machen wir noch das siebte Spiel meines Weekends League und dann sehen wir uns gleich im dritten Spiel wieder. Let's go. So, Freunde, siebte Gegner in meiner Food Champions Weekend League hat auch ein KCOA-Team, das mindestens genauso gut wie meins ist. Hat Dybala im Vorn 88er, Icardi, Higuain, Pjanic, Marquisio. Okay, das ist ein gutes Team. KCOA gegen KCOA. Let's do this. Nein, ich hab's gesehen. Oh, Joe Hart, Junge. Ich schwöre, Joe Hart ist der beste Keeper in this fucking game, Alter. Junge, ey, ich krieg nichts gebacken gerade irgendwie. Ja, komm jetzt. Fehler vom Gegner. Spiel doch. Antonio Candreva. Und da, Junge. Mit der ersten Chance, ey. Direkt Fehler ausgenutzt vom Gegner, Alter. Ich spiel cool. Zurzeit, Freunde, spiele ich ein absolut krankes FIFA, Alter. Das wäre unser siebter Sieg in Folge, ey. Das wäre ein perfekter Start. 40-0 oder was? Shit. Nein. Oh, stark, komm, Joe Hart. Joe Hart, Junge, das ist krank. Junge, wie meine Spieler hier kämpfen. Nein. Oh, stark geblockt. Puh. Wichtig. Solche Blocks sind richtig wichtig. And they come in for the throne, love. But if your heart is a dogfight, then I'm ready to go to war. Nangolan, Junge! Sagt der Belgier zu mir, was? Ich kann keine Longshots hier, Junge! Halt dein verfickten Maul, Junge! Ich kann kein. Oh mein Gott, das ist der zweite Weltkrieg. Freunde, ich mach kein viertes Spiel. Drei Spiele reicht. Alter, unglaublich, wie gut wir zurzeit spielen. Siebtes Spiel in der Weekend League, siebter Sieg. 40-0? Was rede ich hier von Elite? Ist 40-0? Top 100 sogar drin? Wer weiß, Freunde? Wer fucking weiß? Absolut krankes Spiel bis jetzt. Sieht so FC Quality, eher FD. Keine Ahnung, ich will jetzt nichts sagen.
Ja, wir sehen hier jetzt nochmal 7 Sieger. Ich sage auch nochmal euch, ja, dass ich nicht gecheatet habe oder so. Ihr seht jetzt nochmal hier 33 Versuche, 7 Sieger. Also wir haben bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Was ein unglaubliches geiler Start. Man kann es, dieses Team, ich sage euch ja mal, dieses Team kann man auf jeden Fall ein Elite-Team nennen. Elite-Team ist es auf jeden Fall. Ist es ein 40-0-Team, ein Top-100-Team? Möglich. Also, ja, Freunde. Verstört den Like-Button für so einen geilen Weekend-League-Start von mir. Das haben wir ja lange nicht mehr. Und wie gesagt, komisch, oder? Ich habe den Account gewechselt. Auf einem anderen Account hatte ich ein Team, das hatte zwar 2 Millionen wert. Da habe ich immer verkackt, komischerweise. Keiner wollte mir glauben über den einseitigen Delay. Ich habe ein Video drüber gemacht, habe Dislikes ohne Ende bekommen. Und zack, Freunde, hier. Ist das jetzt ein Wunder, oder? Wie gesagt, Freunde. Ich bin ja immer real, so ich sag, wie ich mich fühle über Gameplay und zurzeit, ich sag euch das Gameplay, wie das sich fühlt. Es fühlt sich leicht Delay an, es ist eine halbe Sekunde Delay, aber es ist, ich rate mal, für mich diese halbe Sekunde Delay und auch für den Gegner. So ist es in Ordnung und auch fair und nicht wie letztes Mal, wo ich dann 2 Sekunden Delay hatte und der Gegner hat dann eine halbe Sekunde Delay und ich kann absolut nichts machen. Das ist dann nichts mehr, hat nichts mehr mit Fairness zu tun. Das wollte ich nur mal kurz sagen. Ich guck mal, wie weit wir schon kommen. Also wenn wir nicht wenigstens Gold einschaffen, wäre ich schon enttäuscht. Also Elite 3 sollte auf jeden Fall da sein. Nach so einem guten Start. Schauen wir mal, wie weit ich das noch bringe. Ansonsten, wie gesagt, Freunde, falls es gefallen hat, die Food Champions Videos, ja, lasst gerne einen Daumen nach unten da. Und ich würde sagen, ich bin raus. Ciao.